falls ihr jetzt sagt, ich möchte es trotzdem bei euch sehen, ja, dann würde ich es auch let's playen, nach und nach. Muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich einrichten kann, aber kennt mich. Kennt mich. So. Triggerwarnung. The Medium wurde von einem vielseitigen Team verschiedener entwickelt. Also auch wieder Epilepsie-Warnung. Ich warne vor, viele sagen es nicht. Ich mache es aber so. Fängt gut an. Ja, dachte ich mir auch. Aber wundert es uns? Nein. Lass uns doch nicht die Laune dadurch verderben. So, vielleicht machen wir auf jeden Fall den Ton. Ich gucke auf Streamlabs. Streamlabs, wehe, du freest wieder. Ich hasse dich sonst. Ja, es geht schon hoch. Also ich glaube, das liegt am Spiel. Mein Rechner sagt... so normal, ja, aber stream noch dazu. ja. Also ansonsten machen wir wirklich, das war das Let's Playen. Das mache ich auf jeden Fall. Wenn es jetzt gleich nicht klappen sollte, werde ich es dann immer alle paar Wochen hochladen. Komisch dazu komme. Nein, oh, ich bin ein Depp. Entschuldigung. Allgemein Musik ein Ticken runter. Ich weiß nur, dass die, das Audio oder die Musik tatsächlich komponiert worden ist. So, dann wollte ich noch die Grafik ein bisschen runter machen. Können wir das überhaupt? Ton, Anzeige, jo. Okay, wir haben schon, er hat es schon automatisch auf niedrig gestellt. Ja, jetzt geht's los, Leute. Es scheint zu funktionieren. Wenn irgendwas sein sollte mit dem Ton, ihr wisst Bescheid. So, neues Spiel, bitte. Ich bin so pixelig. Das gefällt mir nicht. Aber ich habe Angst, wenn ich jetzt raustappe, dass wieder irgendwas passiert. Neues Spiel sofort angefangen, bevor wieder was anfängt. Hä? Was meinst du jetzt? Ja, es lädt. Also ist alles gut. FPS-mäßig sind wir voll im Rahmen. Egal, ich bin durch. Nicht nur du. Kann ich was machen? Muss ich warten? Was muss ich tun? Ich muss warten, glaube ich. Ich merke halt nur, wie mein PC... Also nochmal sollte es packen. Auf niedrigsten Einstellungen. Aber durch das... Also so spielen kein Problem, aber durch Streamen ist halt dann noch mehr. Ich merke halt, wie er sich... Ei, kleines Baby, alles wird gut. Hebt er schon ab? Nee. Ich heb ab, nicht. Ah doch, jetzt. Guck, man muss nur ein bisschen Geduld haben. Es funktioniert irgendwann. So. Alles beginnt mit einem toten Mädchen. Ich hab's extra heller gemacht für euch. Oh Gott. Das fängt ja schon gut an. Der Ton ist trotzdem sehr laut, ne? Obwohl ich es schon runtergestellt habe. Ah, der Controller. Ich hab jetzt schon voll Angst, ja. Lauf! Nee, Spaß. Oh Gott. Pass auf, hinter dir! Versuch's ein bisschen lustig wieder rüberzubringen. Oh! Oh! Oh nee! Ist das der Vater? Nein! Nein! Tut mich! What? Das ist der Wasserkocher. Ever since I was little, I've had this dream. So geht man mit einem Kind um. A girl is running through the woods. The moon, the scent of. And then was
ist hingefallen gerade. Hab das gehört? Das war voll laut. Was machen die Nachbarn denn da? Reiß die Bude ab oder was? Ich traue mich nicht zu sprechen, das ist so spannend. Also ich spiele es gerade auf niedrig. Aber es geht tatsächlich, ne? Finde ich. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Ah, okay. Erstmal eine Kippe. That wasn't the only part. Die Kippe danach. No wonder people used to think I was strange. Ah, ist nicht schlimm. That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father, to dress him up for his last journey, put him in a suit, fix his tie. Das ist nicht einfach, du. Kann ich mir vorstellen. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Ich bin gespannt, liebe Leute. Es ist sehr spannend. Ich traue mich fast gar nicht zu reden gerade, weil es so... Sie hat auch eine coole Erzählerstimme. Oh, finde die Krawattenklammer. Seine besondere Klammer finden. Also ist ihr Vater ist gestorben. Das heißt, es eben war... Was war das? Das heißt, es eben war nicht real. Also das war quasi dann ihr anderes Ich. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Oh, Oktober 1999. Oh, spielt wieder in den 90ern. Die ist wieder in den 90ern. Die Klammer ist verarscht. Der liegt schon, liegt schon unter der Leiche im Sarg. Muss ja nochmal wühlen, weißt du. Bitte nicht. Bitte. Na, das habt ihr nicht gehört. Psst. Ich kann ja sonst nichts machen, oder? Kann ich hier noch irgendwas... Kann ich hier noch irgendwie mit interagieren? Nö. Also es kann ja hier nur ein Buch sein. Lesen. Oktober, 2. Oktober, Tag der Schutzengel, Begräbnis um 10, Ultraschall, unsere liebe Frau von Rosenkranz, Biopsie, Paket an Marianne schicken. Um 14 Uhr haben wir einen Termin beim Neurologen, 16 Uhr Begräbnis um 12.30 Uhr. Huh! Danke für die 500 Bits, du crazy Vogel, du. Dankeschön. Oh Gott, Dennis, übertrag nicht so. Danke, danke. Oh Gott. Grüße gehen raus. So. Ultraschall haben wir um 18 Uhr, 22 Uhr Termin beim Neurochirurgen. 23 Begräbnis um 9 Uhr, Begräbnis um 11. Also von 9 bis 11 geht das Begräbnis Marianne vom Bahnhof abholen. Im November haben wir den 1. Allerheiligen, ist der Feiertag, 2. aller Seelen und 5. haben wir die OP. Was haben wir denn für eine OP? Oder ist es von dem Vater, bevor der gestorben... Nee, das ist ja unser Terminkalender. Ich meine, der kann ja nicht mehr zu, der kann ja schlecht zu seinem eigenen Begräbnis gehen. Das funktioniert ja nicht, ne? So, vielleicht ist ja auch ein Medium. Er schafft das schon. Das kriegt er hin, Leute. Oh, die Katze. Nice to see you too. Ja, ich kriege was. Oh. Was, ich kriege Essen reingereicht. Was ist denn das? Es ist so dunkel, ich sehe nicht. Ach, das ist was so knabber. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Manu. Hä? Du kannst ruhig reden. Ich rede auch gerade. Ja, egal. Er möchte nicht reden. Dankeschön. Ja, lecker. Mhm.
Ja, was zu knabbern gekriegt, du Leute. Das hört aber nicht mal Knabber-Sound. Entschuldigung. So, voll lieb. Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Nee, les genau, es sind zwei Begräbnisse. Ja, ist ja gut. Entschuldigung. Tie clip. Entschuldigung. I need to find it. Entschuldigung. So, warte mal hier. Ich will alles anschauen. Was haben wir hier? Das hier, der Stream wird auch auf YouTube kommen. Den werde ich dann noch hochladen, die Tage. Freitag, 5. November, 19.90 Uhr. So habe ich das nicht geschrieben. Ich weiß. War das lustig. Symbolic Funeral of the Seas and Mine. Okay. Was haben wir hier noch? Also, wir lassen uns auch Zeit. Ich sag's direkt. Mache ich immer bei solchen Spielen. Oh. Verabschiede dich von Jack, finde die Krawattenklammer. Ja, und was haben wir jetzt hier? Katzenfutter. Muss die Katze füttern. Nom, 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 nom. Von, wie heißt die Marke? Kochi? Kochi irgendwas. So. Einmal Katze füttern, bitte. Here you go. What's your favorite? Ah, guck mal. Guck mal mit. Glad to see you're still kicking around. Ach. Ist die süß. Errungenschaft freigeschaltet. Hungriges Kätzchen. Du hast die Katze in Jacks Wohnung gefüttert. Ich adoptiere die sofort. Die ist so süß. I can't believe it's still here. Oh, ich habe Flashbacks, Leute. Ich hab das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte früher mein Onkel, als er noch gelebt hat, der hatte auch so einen Keller. Und ich habe das auch damals gemacht. Das ist so geil. So selber noch so Fotos entwickeln. Ist das die Porno? Ich habe Angst, rauszuzappen. Warte, ich probiere es, okay? Meine Mods sind nämlich nicht da. Ist das der Porno? Na, vom Onkel. Ich will das nicht sehen, was der Onkel da gemacht hat. So, was haben wir denn hier? Illuminate Frodo's for 5 seconds. Also 5 Sekunden reinlegen. Zum Dippen nur 3 Sekunden. Dann noch wieder dippen, 3 Sekunden, dann 3 Sekunden wieder dippen und dann fehlen es nochmal 3 Minuten. So, was haben wir hier? Okay, das passt nicht. Warum mir auch immer diese Option angezeigt wird. Ah, ja, dann hol mal hier so ein Papier. I guess I forgot about this one. I can do it now. Was willst du denn machen, meine Liebe? Willst du das da drunter legen? Oder willst du es entwickeln? Also 5 Sekunden, 3 Sekunden, 3 Sekunden. Es geht nicht, okay. Ich will mir die ganzen Fotos anschauen. Die schauen so gut aus. Was liegt hier am Stuhl? Was ist das? Kann ich ihn nehmen, okay. Das geht nicht. Das haben wir schon gesehen. Ist hier sonst noch irgendwas? Tipps darf man geben, na klar. Natürlich. Tipps darf man geben. Hier ist wahrscheinlich trotzdem irgendwas. Alter, meine Kamera. Jetzt haben wir ein Blaulicht hier. Kommt gleich die Polizei. Pass auf. Ja, blöde Witze müssen auch sein. Ihr kennt mich. Ja, gehst du da? Ja, ja, ja. Kann ich da nicht rein? Oder was ist los? Ja, das ist klar, dass wir die befragen müssen, aber doch nicht nur das Papier. Also müssen wir entweder eine Kamera finden, wo so also normales weißes Papier ist, besser nicht. Habe ich irgendwas übersehen vielleicht? Warte mal, was ist denn hier noch? Wir gehen dann gleich wieder hin. Ich will noch was gucken. Ach, da ist der miese Katze. It's like he never... Ach, da bist du ab uns fein, du. Wie heißt denn du? Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Bestattungsinstitut. Wäre das jemand für euch? Also, wenn ihr die Wahl hättet, da zu arbeiten, würdet ihr es tun? Das ist eigentlich voll interessant.
Jack was part of the Solidarity Movement. Solidarity Movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Okay. Reise in so einer... Keep pissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Alter, hast du mich gerade angefaucht? Was ist mit dir falsch? Ich hab dir Essen gegeben. Hat die mich angefaucht? Nö. Nö. Okay. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. Wieso denn seltsam? He kept weil du telling me I was special. Ist doch lieber seltsam sein als langweilig, oder? Also ich meine, kommt natürlich immer drauf an, ne? Inwieweit dieses seltsam sein geht, aber ich sag mal so. Lieber so als langweilig. Man lebt nur einmal, nicht wahr? Es wäre nichts für mich, zu viele tote Menschen. Das kommt vor im Bestattungsunternehmen. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen abgehärtet sein. Klar, man sieht Leichen, man kleidet die an. Kommt immer auf die Einstellung an. Also ich persönlich, ich bin halt auch so, wo ich denke, oh, das tut mir leid. Yeah. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch wieder schön, weil man dann demjenigen eine gewisse Ehre zuteil haben muss. Die letzte Ruhe, ne? Wenn man so sagt. Oh, er hat Schmetterlinge gesammelt. Oh. Ach, so richtig tropische, die gibt es hier teilweise gar nicht. Ich finde sowas auch cool. Aber ich würde es mir nicht aufhängen oder so. Ich finde das creepy. Die sind nichts mehr. Nein, einfach dieses Gedankliche so. Ich mache jetzt was für ihn, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Halt. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. Oh, sie war im Weißen Haus. Und dann ist sie zurückgekommen, okay. Take care of them. To listen. Ja, ihr seht es gerade schon im Chat, da wird angezeigt, 13.02. Gibt es wieder ein Community-Stream mit Dead by Daylight. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mitmachen. Ist momentan noch offen. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Ah, sie ist fertig, okay. Sehr geehrter Mr. Oaken, wir müssen Sie bitten, am nächsten Elternabend teilzunehmen, da wir mit Ihnen den Vorfall vom vergangenen Donnerstag besprechen möchten. Um es zusammenzufassen, Marianne überbrachte einen der Schüler eine Nachricht von seiner kürzlich verstorbenen Großmutter. Wir verstehen, dass es Marians Art war, ihre Mitschüler zu trösten, aber Ihnen ist sicher bewusst, dass dieses Verhalten, gelinde gesagt, unangemessen ist. Da dies nicht der erste Verhaltensproblem ist, über das wir Sie informieren mussten, halten wir es für dringend notwendig, persönlich mit Ihnen über Mariannes Zukunft in unserer Schule zu sprechen. Die Direktorin der Grundschule, Sophia Kanier. Wow, sie war auf einer Privatschule und nur weil sie anders war, war sie natürlich wieder. Alles klar. Aber gut, die hat prophezeit, dass die Großmutter stirbt. Das ist schon ein bisschen anders. Aber seltsam so. Aufnahmekarte für die Intensivstation. Allgemeine Informationen. Okay, sie lag im Krankenhaus. Alter 3 Jahre. Erste Diagnose. Verbrennungen zweiten Grad. Verbrennungen zweiten Grades, die 35% der gesamten Körperoberfläche, Rumpf und obere Gliedmaßen bedecken. Alter. Verdacht auf Inhalationsverletzung. Pflege und Stabilisierung. Erste Wundabdeckung, Atmungsunterstützung eingeleitet, Verabreichung von Trinklösung eingeleitet, Schmerzlinderung eingeleitet. Die Patientin wird Sauerstoff mit hohem Durchfluss verabreicht, bis eine Kohlenmonoxidvergiftung ausgeschlossen werden kann. Das sagt mir alles sehr viel, weil ich im Krankenhaus gearbeitet habe. Es ist schon hart. Boah, zweiten Grades ist schon... Mein, klar, schlimmer geht's immer, ne? Aber es ist schon hart. Vor allem, sie war 3 Jahre alt. Ach, krieg ich Gänsehaut.
hier noch was machen? Waren wir? Doch, hier waren wir schon, warte mal. Da war noch ein Raum, glaube ich. Ah, nee, hier sind wir. Oder? Das hier? Nee, im Badezimmer waren wir jetzt, siehst du? Was haben wir hier? Oh. Interessant. Ein Buch von 1984. Ist, glaube ich, auch ein sehr bekanntes, glaube ich, mit diesem. Ist ein Thriller-Buch, glaube ich. Ich habe früher sehr viel gelesen. Wird wieder Zeit, Leute. Brauche wieder Lesestoff. Habt ihr Buchempfehlungen momentan? Da komme ich nicht rein. Ja, ich muss auf jeden Fall wieder ins Dings gehen. Also hier, wie heißt das? No, sag schnell, zum Entwickel-Dings. Hier war aber auch, hier waren wir ja gerade gewesen, aber ich dachte, ich hätte noch was gesehen. Aber dem war nicht so. Sie erinnert mich so ein bisschen, auch von den Haaren her, aber so ein leichtes bisschen nur an, wie heißt sie noch? Ich habe ihren Vornamen vergessen. Von The Last of Us. Die Kleine. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Im zweiten Teil sieht die aber fast genauso aus. So. Ich probiere es nochmal. Kann ich hier... Okay. Ultimate. Könnte der... Hab ich's jetzt? Nee, ich hab's. Es funktioniert nicht, ne? Oder ist das andere Reihenfolge? Nee. Was müssen wir denn finden? Weiß das jemand? Was ausprobieren. Weil es geht ja eigentlich immer hier Reihe rum. Da kann ich mich auch nicht hinstellen. Das heißt, das Foto muss auf jeden Fall hier rein. Oder ist es wirklich so, dass ich... Ach, warte mal. Ich bin ein bisschen durch, ne? Kann ich nicht hinten an der Türe... aufschließen. Sagt nur, es funktioniert. Ja, das ist gut zu wissen, dass es funktioniert. Okay, aber dann verstehe ich nicht, warum er das Blatt nicht annimmt. Weil man soll es ja 5 Minuten reinhalten. Oder 3, ja, 5 Dings, keine Ahnung. So, nochmal bitte. Nee, du nimmst mir den Spaß nicht. Nee, aber es ist besser so, also ich frag ja, ne? Wenn ich frag und du antwortest, ist ja okay. Illuminate Photos for 5 Seconds. Bringt ja auch nichts, wenn wir hier 30 Minuten brauchen für dieses Rätsel, wo man denkt, hä, das ist doch einfach. Warte mal. Gegenstand? Bin ich eigentlich die richtige Taste? Jo. Geht das?
Nee, es hat nicht funktioniert. Scheiße. Okay, das heißt, das Ding muss erstmal aus. Okay. Probieren wir es nochmal. Ah, ja, das ist klar. Also ich frage, ja, weil normalerweise, wenn du die Sachen aufstellst, ist das 1, 2, 3 und das ist 4. Aber wenn das jetzt natürlich gemischt ist, dann ist das natürlich doof. Okay, mach mal einfach nochmal. Probier das jetzt einfach, so lange bis wir es haben. Ach, jetzt hat es funktioniert. Hä? Ach, ich muss es. Ah, ich muss es erst unter die Lampe tun. Ah, okay. Weil normalerweise, wenn du es im Realen machst, weil ich habe es ja schon mal gemacht, machst du das erst halt in diese drei Bäder, dann unter die Lampe und dann hängst du es auf. So. Hat es jetzt funktioniert? Oder wo ist es hin? Da haben die Entwickler sich nicht damit verbessert, ja. Deswegen, ich war gerade irritiert. Ja, wo ist es denn hin? Kann ich jetzt. Ist es jetzt fertig? Nee. Oder? Mach mal. Weil sie hat es ja irgendwo. Ach, sie hat es ja aufgehangen, ne? Da war ja so eine Klammer dran. Kannst auch äußerlich lachen, ist kein Problem. Ich bin dezent verarscht. Warte mal. Ja, das wollte ich gerade sagen. Warte mal, das ist doch. Pass auf. Wir machen das jetzt so lange. Ja, es ist ja irgendwie. 2, 3, 6 und. Ist okay, Spiel. Ist okay. Du willst mich komplett verarschen. Wrong fluid. I need to apply it in the right order. Warum? Das macht man doch so. Willst du mich verarschen? Ganz ehrlich, das, also ich als Fotograf, Hobbyfotograf, ich habe das schon mal gemacht. Warum stellt man die denn falsch rum? Das macht man in die Reihenfolge, weil du sonst das Bild verzehrst. Ich habe das nicht gelesen eben. Lass mich. So. Alter, willst du mich verarschen, Spiel? Was ist das denn? Ah, nee, nicht. Nein, ich wollte es nicht hinlegen. Nein! I'm so sorry. Jetzt bin ich verunsichert. Egal, leuchte mal drauf. Ein belichtetes Foto. Ich muss sie in die Reihenfolge verwenden. Muss ich das überhaupt anleuchten? Dann kann es ja nur noch das sein. Es ist halt die Frage, wie das Spiel das meint, ne? Das Spiel macht's. Ja. Ja. Aber das Spiel macht's halt komplett falsch. Das irritiert mich halt hart. Missed my window. Now it's overexposed. Nee, ist auch richtig! Oh, Scheiß! Jetzt ist es überbelichtet. 5 Sekunden, okay.
Ich hab's. Okay. Ist okay. Ist okay. Ich glaube, so langsam. Eins, zwei, drei. Ich weiß, ob es richtig ist. Ich probiere es einfach. Eins, zwei, drei. Und. Okay. 5 Sekunden. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Belichtetes Foto. Jetzt bin ich verwirrt. Hä? Das ist jetzt wieder hoch. Okay, das hat nichts. Okay. Oh, das heißt einfach von rückwärts und das so oder was? Oh, leck mich doch am Arsch. Also, wir machen das jetzt mal anders. Ich will das Spiel mal ein bisschen austricksen. Das hatte ich doch. Das hatte ich ja. Aber die sind nicht der Reihe nach. Das heißt, das belichtete Foto. Ich probiere mal was. Wir können es heute auch Fotosimulator nennen. Der falsche Fotosimulator. So, pass auf. Das machen wir jetzt mal hier rein. Schatz, wir lernen dich! Hallo! Hallo, lieber Tommy! Na? Wie geht's? Wie steht's? Ja, wir machen gerade Fotosimulator. Ich habe sowas früher tatsächlich selber gemacht mit Entwickeln hier. Und die waren halt komplett falsch. Und das irritiert mich. Es ist schon der fünfte. Eins, zwei, drei. Woo! Ja, ist komplett falsch. Ist komplett falsch. Aber egal, wir haben es jetzt. Too soon. It needs to stay in longer. Oh nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was the last photo I took of you? Alter! In echt habe ich es nicht falsch gemacht. Ich hatte immer die besten Bilder. Nein, normalerweise, also kurz zur Erklärung. Wenn du es in Real machst, das kann ich doch nicht mehr hin. Also hier habt ihr ja diese drei Becken. Erstmal bereitet man die immer so vor, dass du Schritt von Schritt arbeitest und nicht kreuz und quer. Und dann legst du es erst unter die Lampe. Du wartest auch mal 3 Sekunden, aber nicht erst das Papier unter die Lampe legen, dann zum ersten rennen und Ja, aber genau andersrum macht man es normalerweise. Und dann erst unter die Lampe. Und wir mussten ja erstmal das Bild unter die Lampe legen. Das macht man eigentlich zum Schluss. A new follower. Oh! Laura! Danke für dein Follow! Hallo, meine Liebe. Alles gut bei dir. Erst belichten, oder? Es kommt aber immer aufs Foto an. Wenn du zum Beispiel eine Stadt hast oder so, wenn du das so gemacht hast, minimal belichten. Aber das war jetzt ja nur ein weißes Papier. Deswegen hat mich das so irritiert. Ich denke, hä? Da sind auch ganz viele Blätterhaufen. Okay, das haben wir jetzt, das Foto. Kann man jetzt da rein endlich mal? Oder? Hallo? Ah, nee, wir müssen... Da steht immer X, aber ich komme nicht rein. Bin ich doof? Die Fresse von deinem Dad muss man anscheinend lang belichten.
Ja, von dem ja auf jeden Fall. Ne? Damit man auch alle Falten sieht, alle Grimassen, alles. Gerne. Ja, bei mir ist auch alles gut. Bei dir, das freut mich. Ja, bei mir auch soweit. Ne? Man macht das Beste irgendwie draus. So, jetzt ist die Frage. Hinten ist diese Tür. Die lässt uns da nicht rein. Was müssen wir denn noch machen? Ich dachte, jetzt gehen wir da rein, holen die Krawatte da und gehen wieder. Vor allem die Fresse von meinem Dad. Oh Gott! Alter, erschreck mich doch nicht so. Tommy, du Schnitzel. Dankeschön. Danke für den Sub auf Stufe 1. Vielen herzlichen Dank. Seid alle bescheuert. Ja klar, das freut mich. Mach's dir bequem, genieß es ja. Fang an zu lachen. Wir haben jetzt... Oh Gott! Alter, Leute, übertragt nicht so. Vielen, vielen Dank. Oh Gott. Oh Gott. Dennis schon wieder. Dennis, hör auf. Hör auf. Du hast heute schon zu viel gemacht. Hör auf jetzt. Ruhig. So, wir müssen jetzt das Spiel rausfinden, Leute. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Foto? Jack. Ja, was ist damit? Das muss ich wahrscheinlich auf sein Grab gleich legen. Das Schlüssel. Schlüssel zum Bestattungsinstitut. Ja, und jetzt? Die Krawatte. Könnten wir die denn noch... Also ich verstehe halt nicht, warum wir nicht in diese eine Tür rein können. Wir können den Schlüssel nicht benutzen. Ist denn vielleicht... Hier, da haben wir das Bild gehabt. Ist hier noch irgendwas? Das wollte ich eben noch geschaut haben. Aber hier ist nichts mehr, ne? Ihr könnt auch gerne miträtseln. Das ist gerne erlaubt. Ich mache das gerne mit euch. Das sind wir mit unserem Vater. Der Vater ist gestorben, falls jetzt jemand dachte, was redet die Frau da? Da! Ach, hier! Oh, come on, Jack. Where'd you put it? Ja, toll, ne? Okay. Let's do this the other way. Gehen wir das anders an. Drücke LB und in einem Blick. Hello. Clever. So, endlich. Du musst immer noch etwas finden, das weiß ich. Wird auch mal Zeit! Alles gut. So, wir haben's. Wir haben's, Leute. Wir haben's. Ich habe eben gedacht schon, irgendwas ist doch hier in dem Raum. Ah. Gut, dass wir zurückgekommen sind. Jack's waiting downstairs. Ich finde die voll süß. Freut mich. Das freut mich sehr. Ja, bald gibt's vielleicht noch... das zweite wird vielleicht zum Mops. Ich will so einen bekloppten Mops haben. Oh Gott! What? Alter, Dennis, was ist falsch mit dir, Junge? Alter, danke für die 5 verschenkten Subs. Alter, bist du deppert oder was? Lass das doch jetzt. Randale! Alter, und weißt du, das heißt, ich bin die Crazy. Nee, ich bin das gar nicht. Es waren nur 4, aber eben hast du doch auch schon. Das sind schon 5. Jung, uff. Alter, mein Herz. Wasn't as weird, vor allem, ich bin hier so voll im Spiel und du so. Dö, 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 dö. Alter. Deine Kräfte zu nutzen. Sehr interessant. Es erinnert mich ein bisschen an Beyond Two Souls, muss ich sagen. Kennt das jemand noch? Schon 17 Subs verschenkt. Ja, du bist krank. Im Positiven. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Natürlich auch an alle anderen. Auch, dass ihr müsst es halt nicht machen, ne? Ich sag's nochmal, ihr müsst es nicht. Ich finde es einfach schön, wenn ihr hier seid und wir haben einfach eine lustige Zeit zusammen und wir können lachen und das ist mir das Wichtigste, ja? Damit wir alle eine schöne Zeit haben. Der Rest ist nebensächlich. So. Ich liebe das Game Beyond the Soul. Ja, es war auch ein sehr cooles Game. Ich habe es damals auch durchgezockt, genauso wie Until Dawn. Und wie heißt das?
Ach, wie hieß es noch? Man of Medan ist auch richtig cool. Es kommt ein neuer Teil raus dieses Jahr. Wir lieben dich halt. Ich liebe euch auch. Accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift. Sie ist ja im Heim aufgewachsen, war bei vielen Pflegeeltern. Detroit Become Human, ja. Auch richtig cool. Ich liebe ja so Entscheidungsspiele. Ich habe damals ja auch ganz viel Life is Strange gestreamt und sowas. Ganz cool auch. Der letzte Abschied, Bestattungsinstitut. Ja, jetzt gehen wir ins Bestattungsinstitut unseres verstorbenen Vaters. Ich wusste nicht mehr, was es heißt. Alles gut. Hallo, ich kann mich erst so ein bisschen halt, ne? Vor allem was Horror angeht. Also wenn ihr Horror irgendwie was wissen wollt. Übrigens, weil jetzt so viele da sind, ne? 13.2. starten wir nochmal einen Community-Stream. Hashtag Schleichwerbung. Da spielt wir DPD. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitspielen. So. Gelangen zum Bestattungsraum. Im Vorbereitungsraum. Wir hatten eben schon ich hatte die Frage in den Raum gestellt, könnt ihr dir das vorstellen, im Bestattungsinstitut zu arbeiten? Ich hatte schon gesagt, ja, ich eigentlich schon, wenn man so diesen Gedanken besitzt. Ja, ich gebe denen die letzte Ruhe. Ist eigentlich ganz schön. Weiß nicht, wie seht ihr das? Bei VZ weiß ich es schon, der hat es schon gesagt. Ich habe das Game nicht in meiner Hosentasche. Was? Warum in der Hosentasche? Ja, warte, ich guck mal nach. Ich habe gar keine Hosentasche gerade. Scheiße, was mach ich denn jetzt? Dennis, hast du Tipps? Weiß ich, ob es sein. Kein Stress. Ich hätte Bock. Kein Stress. Mach, wie du willst. Ich halte den Platz frei. Oh. Da kann ich nicht rein. Warum? Wieso kann ich da nicht rein? Das ist interessant. Es ist noch keine Uhrzeit. Doch, warte. Es ist auf dem Discord. Glaub. Hatte ich da eine Uhrzeit? Ich glaube, ich hatte eine Uhrzeit eingetragen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss ich hier noch irgendwas machen? Kann ich den Schlüssel wieder abziehen? Nee. War sehr majestätisch. Sehr königlich sieht das hier aus. Was? Was? Wer ist hier nackt, hä? Nein. Nein. Das wäre mir zu kalt jetzt. Das möchte ich nicht. So, haben wir hier was? Ach, das ist der Lebensbaum. Den kennt man, ne? Ich finde sowas cool. Da ist der Schlüssel. Schlüssel zum Vorbereitungsraum. Da liegt unser Vater jetzt. Der wird jetzt quasi vorbereitet, das heißt, angezogen und so weiter. Dicken Pulli und unten nackt. Nein. 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 So bekloppt bin nicht mal ich. Vor allem, es ist Winter. Dann sitzt. Stell dir mal vor, das wird jemand machen. Dann sitzt da jemand ohne Hose und nur mit Pulli. Er friert sich schon den Arsch ab. Oder dein Arsch klebt einfach am Stuhl. Weil derjenige so schwitzt. Das ist doch eklig. Hast du so einen Schwipp-Schwapp-Stuhl oder was? Mrs. Nowak brachte heute die Zahlungsbestätigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemand anderen für die Besetzung finden. Marianne. Also Ankleidung ist da. Einbalsamierung haben sie auch gemacht. Blumen sind da. Protokollbuch wurde noch nicht geliefert. Gedenkkarten noch nicht. Wiederherstellung. Also es hat eine Liste, was sie gemacht haben für den Vater halt. Und die sehen aber nicht glücklich aus. 14 Uhr, danke. Dankeschön. Ungefähr. Nein. Nein, bitte nicht. Oh Gott, ich halte meine Katze ins Bild. Ja, da mache ich OnlyFans mit meiner Katze. Das ist cool. Hol ich den Mimi und den Felix und dann let's go. Ja, um 14 Uhr geht's los. Danke fürs Bescheid reinschreiben. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin einfach durch. So.
Jetzt haben wir den Schlüssel für den Vorbereitungsraum, da gehen wir auch gleich hin. Aber eigentlich sehr, sehr, also ich finde es gar nicht mal, ich finde das Bestattungsinstitut tatsächlich ganz schön. Also wenn ich bedenke, manche sehen ja richtig, ja weiß, also richtig tot halten. Aber hier ist so dezent, aber dennoch schön. Also, würde ich jetzt nicht so sagen, dass es aussieht wie ein Bestattungsinstitut, bis man halt irgendwo dahin kommt. Da bin ich noch arbeiten. Okay, mach dir keinen Stress, Tommy. Es wird sowieso so sein, wenn mehrere Leute da sind. Ich weiß nicht mal, wie viele da sind. Momentan habe ich schon einen Platz reserviert. Ich werde es einfach spontan machen. Wenn sich bis dahin keiner anmeldet, dann können jeder im Stream mal rein. Vielleicht machen wir auch eine große Gruppe, wenn dann genug Leute da sind. Und ja, Open End, Tommy. Also Open End. Kommt natürlich drauf an, wie lange du arbeitest so. Ja, kommt drauf an, wie viel Lust haben und so. So, jetzt gehen wir rein. Jetzt sehen wir Fatih. Ach, noch nicht. Ja, stimmt. Hier wurde es sauber gemacht. Das ist meistens so, falls jemand Blutspuren hatte oder... Also Blutspur mache ich jetzt nicht die Tage, sondern falls jemand eine Schusswunde hatte oder so. Fahr einfach früher heim, habe ich heute auch gemacht. Alles klar, Dennis. Oh, was war das denn gerade? Die Augen haben gerade so komisch reflektiert. Habt ihr das gesehen? Ich muss da unten. Jetzt geht's in den dunklen Keller. Was da wo ist? Muss mich noch an die Steuerung ein bisschen gewöhnen wieder. Aber ich muss sagen, ich bin bis jetzt sehr gespannt auf das Spiel. Sehr cool. Die Frau hat ein schönes Eck. Ja, ne? Hast du mal zu gucken. Not sure if I'm ready for this. Wir sind bei dir. Komm. Du schaffst das. Hol ihn noch raus. Ich wollte gerade sagen. Ja, da ist er. Bei einer anderen hätte ich jetzt wieder was zu hören bekommen. Wieso? Bei wem denn jetzt? Hä? Also von mir hörst du nichts, ne? Also ich meine, tob dich aus, ne? Was willst du von mir hören? So, hier deine Klammer. Hä? I got your special clip. No. Where's your tie? Chris, ich bin in Lurk, weil ich selber ein bisschen zocke. Kein Problem. Viel Spaß beim Lurken, lieber Tommy, und viel Spaß beim Zocken, ne? Schön, dass ihr alle da seid. Egal, ob in Lörg oder nicht. Aber auf dem Leben, schau, schleb euch doch auch alle. Ist doch alles gut. Auch hier ist die Krawatte. So, machen wir mal Krawatten, ne? Wer kann Krawatten binden im Chat? Hm? Wer kann die Krawatten binden? Ach. Da muss man sich nichts draus machen. Es ist halt so, ich... Na, mein Schätzelein, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ach, jetzt kommen sie alle. Ich find's schön. Kann ich das wieder zumachen, bitte? Hallo? Spiel? Ah, ich muss die kombinieren, oder was? Snazzy. You wouldn't have it any other way. Viel los, aber ich locke nur eine Runde. Uns chille. Alles klar. Ich wünsche dir viel Spaß im Lurk. Ich hoffe, dir geht's sonst gut. So, machen wir mal schön. Ja, das haben die alle. Nicht alle, aber weißt du, jeder hat einen anderen Humor. Weißt du, muss, ist halt so. Just burns you from the inside out.
guess you're ready. Trauriger Anzug, wenn ich das sagen darf. Also es ist nicht mal schwarz, es ist einfach so grau. Rest in peace, man. Jetzt steht er auf. Hallo! Scheiße. In meinem Keller ist eine Leiche. Ich kenne das Lied. Sie hat eine coole Jacke an, wenn ich das so sagen darf. Can't you people read? The sign says closed. Wir haben geschlossen. Das war's. Wir sind tot. Viel Spaß. Oh nein. Kann man speichern im Spiel? Was ist jetzt? Sieh nach oben. Oh Gott. Ja, jetzt kommen sie, ne? Sieh oben nach. Können wir nicht mit unserem zweiten Ich die rufen? Hey, mach nicht so einen Krach, du Schwein! So, ja. Zum Beispiel. Flimmerlicht. Oh, wer bist denn du? Ach, guck mal. Da ist der Glöckner von Rottnedam. Guck mal. Da ist er ja. Habt ihr ihn gesehen? Oh, der Schatten. Der Schatten, Mensch. So. Na, nö. Kann auch nichts machen mit der Eigenschaft. Kommt aber noch. Hey! Hey, 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 hey! Entschuldigung? Was machen Sie da? What the hell? Das war's, wir sind tot. Hashtag Spaß. Danke für den Clip. Sind immer sehr willkommen. Ja. Ist es von unserem Vater jetzt die tote Seele? Und irgendwas faucht hier. Ach, die Katze. Alles klar. Ich dachte schon, irgendwas. As it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Konzentrier dich! Fokus! Oh Gott, ja, jetzt ist die andere Sicht. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late. I need to find that. Sag doch der Vater. Du siehst ein bisschen kaputt aus. Bisschen mehr schlafen vielleicht. It's fine, Jack. Now you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memories a bit fuzzy. Es muss aber auch bitter sein, ne? So seinen Vater so zu sehen. Probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here? Da kann ich akzeptieren, dass er tot ist. Auf der anderen Seite sieht es schon lustig aus, ne? Also auf der, wenn man es nicht richtig wüsste, dann... Ja. Ja, na klar. Ja, Jack. It's gonna be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. Fine. I promise. Sehr förmlich geschrieben, danke Dennis. Ach,
der Bot halt, ne? Der braucht auch mal ein bisschen Liebe. Er geht ins Jenseits. Komm, akzeptier es. Wir passen auf dich auf. Ich hab Gänsehaut. Wer so sentimental? Manu. Kein Grund, das Licht so anzumachen. Oh. Er hat mich da verarscht. Most people would give anything to have that opportunity. Ja. Discord. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help a thousand souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. Ich habe noch eine Frage. Ich gehe gleich drauf. Also ich stelle sie gleich, nachdem sie geredet hat. But no. I was the only one. Trinken ist keine Lösung. Letzte Mal. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne, but I know you. Oh! If this is a joke... You'd need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Wow. I don't even know you. It all starts with a dead girl. Es beginnt mit einem toten Mädchen. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. You are my star. Nee, wie war das Lied nochmal? Lass für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Nee, meine Frage war, wieso war sie dann im Heim, wenn sie anscheinend doch irgendwann bei ihrem Vater gewohnt hat? Das war meine Frage. Huch, da war ein Soundbug. Meine Grafik hat gerade so. Aber cool, dieser Switch jetzt auf schwarz-weiß. Das finde ich cool. Vielleicht ist es ja nicht der richtige. Das kann natürlich sein, dass es der Adoptivvater ist. Vielleicht. Das kann sein. Skippen kann ich es nicht. Ich finde es eigentlich ganz interessant, gerade das mal zu sehen. Weiß jemand, in welcher... Ja, gerade hier das, in welcher Stadt das spielt? Oder in welchem Land? Ja, das war das Haus. Genau, das war das Haus eben. Ist gerade ein bisschen laut wegen dem Abspann. Okay, ich kann es doch überspringen. Ich mach das mal. Sehr laut gerade. Der letzte Abschied. Er wurde freigeschaltet. Du hast Jacks Geist fortgeschickt. Oh, nice. Im Wald. Ich weiß es nicht. Also wirklich, ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen vielleicht. Dass sie was aufgefallen. Es wäre halt mir, es wäre echt mega.
Das wäre echt mega. Oh, das müssten wir googeln. Das müssten wir googeln. Either way, he sure seemed to know me. Könnte aber auch eine Falle sein. Wenn er wirklich weiß, was sie ist. Man weiß es nicht. Aber wieso? Vielleicht so ein Regierungsprojekt. Wisst ihr, was ich meine? Hm? Oh, warte. Oretek kann das vielleicht Russland sein? Ist aber wenigstens ein bisschen knusper. Ein bisschen knabber nebenbei. Ich will die Jacke haben. Die sehen cool aus mit dem Logo hinten drauf. The Neva Workers Resort. Right off the bat. Neva Volksresort, das gibt's glaube ich wirklich. Warte mal, ich google das mal. Neva. Warte kurz, Neva Volksresort, gibt's das wirklich? Nee, gibt's nicht. Okay. Kam mir so irgendwie. Wirkte irgendwie vertraut. So, gehen wir mal hier rein. Anyone home? Jemand zu Hause? Guess not. Gelange durch das Tor. Liebesgrüße aus Neva. Aber den Ort? Der Ort gibt's vielleicht. Oder? Ich müsste mal an der Sache auf dem Dings gehen gerade. Würde mich mal interessieren. National Institute of Water and Atmospheric Research. Nee, das ist es nicht. Aber gibt es wirklich, was ich gerade vorgelesen habe. Das wäre dann für trinkendes Wasser. Neva lässt grüßen. Lesen. Liebe Grüße aus Neva. Du würdest es sehr lieben, Schatz. Es gibt eine tolle Kindertagesstätte und einen kostenlosen Malkurs. Hier sind viele Familien. Und das Hotel ist riesig. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich wünschte, du wärst hier. Ich vermisse dich, F. Oh. Sweet. Sweet, sweet. So. Kommen wir hier rein? Front gate was locked up tight. Eine Zange oder so. Kannst du eine Zange nehmen und das aufknacken? Merkt keiner. Ist ja eh keiner da. Oder einfach mit der Harley durch. Na, da. Y. Einmal. Ups. You wanna keep me out, Neva? Ups. Ein bisschen Fitness. Ach, schön. We're gonna have to do better than that. Dringe weiter in das Resort vor. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And okay. So Neva ist wie urban legend was born. The Neva oh, massacre. Ganz kurz. The details were always fuzzy. Habt ihr mal die crazed workers, ancient curses. You know, oh, echt? Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Weiß man denn auch ab, an welchen Fall es gelehnt ist mit wahren Begebenheiten? Das würde mich mal interessieren. Aber geil. Ja klar, schick rein. Aber immer mit Fragen halt, ne? Auch an die anderen. Ihr könnt gerne Links reinschicken, wenn ihr was fragen wollt. Der Bot wird was sagen, aber ist nicht schlimm. Growing grounds by medium. Ich muss es kurz gucken. Das interessiert mich. Okay, was hast du denn da Schönes geschickt? Schauen wir mal. 9 Stück. Ach, die muss man anschauen, okay. Muss man das Video anschauen. Okay, das gucke ich später. Ich finde sowas richtig, richtig geil.
wenn das nach warmen Begebenheiten gemacht worden ist. Ist natürlich schon ein bisschen creepy, aber trotzdem mega cool. Ich habe es mir nämlich gewünscht, dass sie das reinpacken, wenn es wirklich noch eine warme Begebenheit ist. Was ich sagen wollte, kennt ihr die Serie The Rain? Ja, ich hab's gesehen. The Rain ist auf Netflix. Das mit dem Regen, das ein Virus ausbreitet. Keine Ahnung. Und dann sind die doch irgendwann, gehen die halt aus dem Bunker, lernen Leute kennen und irgendwann sind die halt so dicke, dass sie auf so einer Straße langlaufen mit dem Auto. Und ohne Scheiß, sieht genauso aus wie das. Fast genauso. Hat mich gerade irgendwie da ein bisschen dran erinnert. Okay, hier geht's hier runter. Achtung, langsam. Jawohl. Ach, das erinnert mich an früher. Schön durch die Wälder streifen. Schön. Na ne. Ein Ball. Zieht es da hinten. Wieder ein Geist? Speichert, LB. Ah. Hello. Okay. Scheint ein Kind zu sein diesmal. Folgen wir mal den Fußspuren. Aber weit gelaufen. Uiuiuiui. Holy shit. Looks like an old fort. Might be my way in. Okay. Also ich mag das Spiel auch. Nach wahren Begebenheiten mag ich sehr. Ich auch. Ich finde sowas mega interessant. Auch so Serien oder so. Richtig cool. Und ich finde es auch, also viele finden es ja immer, auch bei Serien, wenn was vielleicht auch so minimal was neu interpretiert ist, finde ich manchmal aber auch gar nicht so schlecht, weil viele kritisieren es immer. Ist ja damals eigenes, ne? Warnung, aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Okay, können wir denn... Ja, Moment, hatten wir nicht zwei Wege? Da war hier noch irgendwas? Oh, hallo? Der tippt hier einfach mal rüber zum zweiten Monitor. Okay, hier ist nichts mehr, alles klar. Dann gehen wir weiter. Something happened here. Ist etwas vorgefallen? Oh Gott, wenn das jetzt einstürzen würde. Eieiei. Man kann 1:1 nachbilden, auch doof. Ja, das meine ich nämlich. Das ist dann doof, aber hier haben sie es gut umgesetzt. Und ich finde halt auch, oh, das ist ein Böser, glaube ich. The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Y. Also an die zwei Ansichten muss ich sagen, muss ich mich noch dran gewöhnen, aber ist cool. Ich lieb sowas. So, X. Dead. Like everything else in this place. Ja,
Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Jetzt hätte ich auf die Geisterwelt. Okay. Da hinten nur. Ja. Not getting through here. Not with the power out. When you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. Wie kann ich das am besten? Ah, okay, okay, okay. Jetzt kann ich mich hier fokussieren. Stromnetz geht da hin, warte mal. Und zurück. Geht nicht, okay. Was ist hier an der Seite? Jetzt schauen. Ach du Scheiße. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. Aber es ist schon nice gemacht, ne? Man muss sich halt auch erstmal But even in the deepest das Dock arg pixelig, ja. Ich dachte nämlich auch gerade, kommt mir das nur so vor. Das war nämlich jetzt auch meine Vermutung. Dann machen wir es ein bisschen. Ich hoffe, das geht so. Mittel. Lonely. Fragile. Mittel geht. Ist jetzt nicht high-end, aber es geht. Es geht. Alles klar. Ganz langsam. Aber wie, also was ich sagen wollte, ist, wie geil das gemacht ist. Also die Interaktion und so sieht halt auch schön aus. Wir spielen es gerade auf Mittel. Wir haben es gerade hochgeswitcht. Ne? Ich könnte jetzt auch privat das noch höher stellen. Ich will aber kein Risiko eingehen, dass das Stream gerade abkackt. Und vor allem, wie gleich das ist, aber dennoch anders. Ne? Guck mal, hier in der Geisterwelt haben wir so ein Schauspiel. Auf der anderen Seite haben wir so ein Schauspiel. Sieht schon geil aus. Sieht schon cool aus. So. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world. Ach guck mal, ihr Arm ist aufgeladen. Wie geil. Auf der rechten Seite, seht ihr das? Cool. Dürfte jetzt aber nicht mehr so pixelig sein. Sollte besser sein. Schauen wir mal. In any case, I figured I could use it. So, dann einmal. Right? Lol. Oh, so that worked. Good for you, Marianne. These powers of mine. Wie geil. As much of a pain in the ass as they were. Voll geil. They did come in handy sometimes. Oh nein. Oh, okay, wir sind wieder back. Und es hat gespeichert. Sehr schön. Bin mal froh, wenn es speichert, um ehrlich zu sein. So there I was. Existing in two worlds, but never really living in either. Und jetzt auch so von diesem Gen her erinnert es mich ein bisschen an Blair Witch. So mit dem Wald und so. Ist cool. I love it. Oh, was ist hier? Achtung, Brandgefahr. Alles klar. Ja, guck mal, Leute. Machen wir noch einen schönen Waldspaziergang. Im Düsterwald. Oh, was ist denn hier passiert? Ah, was ist denn mit dir passiert? Kannst du das nicht nachprüfen?
Dämonen vielleicht? Wegen der schwarzen Aura. Ich kann schon mal vorweg sagen, es sei denn, der Microsoft Store spinnt nächste Woche. Werden wir es nächste Woche weiterspielen? Das kann ich schon mal sagen. Ich hoffe, es sind keine Fallen oder so. Wann? Wie viel Uhr? Gebe ich auch bekannt. Weiß ich noch nicht ganz. Versuche es einzurichten, abends zu machen. Vielleicht aber auch mal über den Tag. Aber geht eher mal von abends aus. Vielleicht auch wieder so 18 Uhr, das so. Vielleicht auch 19. Kommt immer drauf an. Hab nämlich nächste Woche nämlich auch ein paar Termine. Oh, schon wieder. Ah. Der Controller. Alter, ich krieg hier eine Handmassage, hey. Ich probier's. Was ist Mittwoch für ein Datum? Warte, schau mal. Mittwoch. Aber jetzt gehe ich ja voll drauf ein, ne? Natürlich muss ich gucken, wie es geht, aber guck mal eben nach. Keine Lust, gerade rauszutappen. Moment. Laden Sie bitte, danke. 10. Ja. Ja, du Witz, passt, alles gut, ja. Ich schau mal. Ich schreibe mir das trotzdem mal auf. Vielleicht kann ich es einrichten. Ich hoffe es. Aber findest du auf Discord, wenn ich es dann schreiben sollte. Ich schreibe das ja vorne nochmal rein. No. Und auf Instagram auch. Wie immer eigentlich. Uch. Dringe weiter ins Resort vor. Oh, oh. Pass auf, dass du nicht umfällst, du. Nicht umfallen. Oh, wie geil das... Also ganz kurz, so ein verlassenes Hotel. Das sieht so geil aus. Oh, ich wünsche mir mehr so Sachen. Stell dir mal vor, du hast so ein, also vielleicht auch so ein Singleplayer-Multiplayer-Spiel, wo du zusammen... Sowas als Phasmophobia-Map. Alter. Dann kannst du nämlich zuschauen. Ich weiß, Herzchen. Ich liebe sowas. Kennt ihr auch so... Ach, wie heißt dieser bekannte Kanal nochmal? Habe ich letztens noch was gesehen. Richtig cool. Aber eins war auch richtig creepy. Da war, er ist in ein Haus gegangen, wo in den 70ern jemand umgebracht worden ist. Da fand ich schon ein bisschen so, VZ heißt der Kanal. Lost Places, okay. Obviously. Habt ihr gehört, neue Kategorie bei VZ? Lost Places. Hey, Lost Places in Spiel nachbauen, das wäre geil. Shit, the handle's missing. Kein Griff, okay. Da müssen wir einen Griff für finden. Kann ich auch. Lauf damit. Ah, boah. Da liegt was. Hallo? Kannst du dir das anschauen? Nee, okay. Die Kleine hat es geklaut. Die Sau. Da eben auf dem Dach war was, ne? Hier oben, warte. Da. Da leuchtet was. Da. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Aber hier wird nichts angezeigt, okay. Kann ich jetzt hier ran? Well, I've already proven my prowess as a dumpster climber. Ah. Oh, guck mal, sie hat gezeichnet. Süß. Einfach aufdrehen die Tür. Ja, mein. Ja. Und das so einfach wie auch immer. Über Mülltonnen klettern sollen wir jetzt. Das heißt, es muss ja irgendwo hier vorne sein. Oder auch nicht. Oder hier. Oder wie wäre es? Da. Hier runter wahrscheinlich. Da hinten ist die Treppe, die ist aber, wie gesagt, verschüttet. Gucken wir mal hier vorne. Gucken wir mal kurz, genau hier.
Genau. Und dann jetzt hier rum. Ich finde das, Level-Design so cool. Also ich muss sagen, dafür, dass ich so lange gewartet habe. Hast du was im Inventar? Nee. Nö. Ich habe nur ein Foto und eine Postkarte. Mehr habe ich nicht. Was sind hier noch? Hier sind auch Pfeile auf dem Boden. Ich renn mal kurz. Hey, old timer. Hier ist wahrscheinlich was drin. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Wie cool das ist. Also sag ich jetzt nicht. Also ich muss sagen, das Warten hat sich gelohnt. Richtig geil. So, ehrliche Arbeit. Neva. Haben wir wieder ein Dings. Und einmal lesen. Meine Liebe, der Sommer ist in vollem Gange. Das Resort ist zum Bersten gefüllt. Und das weißt du. Du weißt, was das bedeutet. Mehr Arbeit für meine Wenigkeit. Aber es ist gute Arbeit, ehrliche Arbeit. Mrs. Wreckeridge sagte, er würde mich gerne behalten. Mr. Wreckeridge sagte, er würde mich gerne behalten. Kannst du das glauben? Ich werde es nicht vermasseln. Nicht dieses Mal. Versprochen. F. Okay. Hope you don't mind if I, Ja, du guckst jetzt auch in den Kofferraum. Weil da wird wahrscheinlich was drin sein, nicht wahr? Not much here. Da, Schraubenzieher. This could come in handy. Jawohl. Ow, shit. What the hell? Das war der Geist, der wohl da drin haust. Miep, miep. No one here. Oder Roadrunner, man weiß es nicht. Aber cooles Auto, das würde ich wieder aufrüsten, einfach fahren. Geil. Goalies, Bad Goalies. So. Oh, da saß was. Habt ihr es gesehen? Das kam gerade ganz kurz. Habt ihr es kurz gesehen? Da war was Weißes zu sehen. Habt ihr es gesehen im Auto? Habt ihr es gesehen? 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 Aber was ist denn los heute? So, hier ist aber nichts mehr. Okay. Aber gut, dass wir hingelaufen sind. Ich glaube, das war sehr nützlich. Ja, 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 ja. Okay. Da haben wir noch was. Ah! Broad Horizons. Weite Horizonte. Das Buran-Programm. Das neue sowjetische Raum... Was habe ich eben gesagt? Was ist es? Russland? Okay, Sowjet, okay. Raumschiff steht kurz vor dem Start. Mobile Satellitentelefone. Die Zukunft der Kommunikation. Weltweite Ausrüstung der Pocken, die größte medizinische Errungenschaft unserer Zeit. Nice. Ein altes Magazin. Und ich spiele in den 90ern. Ich finde das nice. Guten 90er halt, ne? Wir sind die Kids der 90er. So. Ist das aber mal? Nee. Mit dem Schraubenzieher können wir jetzt wahrscheinlich alles... Entschuldigung. Wie groß diese Anlage ist. Holy moly. Hier kann ich hier noch was? Ist hier noch irgendwo was? Nee, ne? Nee, okay. Ah, vielen Dank für den Tipp. Vielen, vielen Dank. Also bis jetzt hat es ja auch immer so gemacht, wenn wir das... benutzen konnten, dann hat sie es wahrscheinlich immer angezeigt, so, oder das hat sich dann geöffnet halt. So, wir joggen sehr viel heute im Spiel. Auch mit den, ich finde das halt geil, wenn du so Lost Places hast, wie jetzt mit dem Hotel und das alles so überwuchert ist wieder. Richtig cool. Und ich muss sagen, es erinnert mich ja wirklich an Beyond the Souls mit den Geistern. Ich meine, das ist jetzt natürlich ganz anders, weil man ja quasi die Geisterwelt spielen kann. Und bei Beyond the Souls war es ja wirklich so, dass du
ein Dings hattest, ne? Also den als Freund. So began the great dumpster heist of 1999. So, wir sind drin. Ja, man, so alt und zurückerobert. Ja. Da wird ja immer schieben. Jawohl. Schieben. Oh, das geht in den Rücken. Wir verstehen uns. Ja. Ich hoffe, das ist es wert. Jetzt erstmal Flur. Ja, weiter, weiter, weiter. Nicht aufhören. Weiter, weiter, weiter. Schieben. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist Schiebung, aber der wäre zu flach gewesen. So. Nee, stopp. Stopp, 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 stopp. Nein. Runter. Ich wollte mich noch umschauen. Ich wollte nur schon mal rausschieben. So. So viel Zeit muss sein. Er war so ein bisschen voreilig hier, die Frau. Hey, hier ist aber nichts mehr. Alles klar. Gut, jetzt darfst du klettern. So. Hep. Ah, schöne Kletter-Action. Jawohl. Und nochmal. Ah, für die Männer nochmal. Ah, hat man den Po nochmal gesehen? Bestimmt. Bestimmt. Oh, Vorsicht, Glas. So. Also nicht nur für die Männer zu gucken, auch für die Frauen, ne? Das wollte ich sagen. Bestimmt richtig dicke Eier. Wieso durch, ey? Oh Mann. Gleichendes Hotel. Ich glaube, es sind da, ne? Suche nach Thomas. Ein Schuh. Wessen Schuh ist das? Ist es Fake oder ist es Realität? Ihr Jonathan Frey. Okay, sorry. Das muss es sein. Oh, hier sind ganz viele Geisterstimmen. Warte, warte, warte. Kannst du dir nochmal ansehen? Thomas Gottschalk? Fragen über Fragen. Ist es alles nur inszeniert oder ist es Realität? Okay, ich höre jetzt auf. Hello? Anyone? Hallo? Thomas? You there? Ah, guck mal, the Ducking. Oh, das Entlein, polnische Legenden. Ah, das ist also in Polen. Ich verstehe. Das spielt in Polen. Das Entlein, polnische Legenden, der Drache von Revel, Seite 4. Warum fallen meine Zähne aus? Seite 7. Zurück zur Schule, Seite 9. Spiele aus Kreuzworträtsel, Seite 10. Und noch vieles mehr. Ja, warum fallen meine Zähne aus? Das ist natürlich als, das ist ja ein Kinderdings, aber es passiert auch leider oft im Alter. Also ganz, ganz alt, wenn man steinalt ist. So. Und nein, ich gehöre noch nicht dazu. Falls jetzt wieder so ein Flachwitz kommt. Hotel Never Plan. Lobby. Okay, ist schon ein kleines, aber feines Hotel. Aber der tappt hier die ganze Zeit auf die andere Seite. Mit der Maus. Hör auf damit. So. Schon cool. Mal hier gucken. Ist hier noch irgendwas? Komm hier rein. Nee. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Wir haben heute geschlossen. Nein, Sie haben keine Reservierung. Da müssen Sie verbuchen. Ja, das gehört ja sowieso nicht. So. Durch Corona, wie ich es immer nenne. Schon wieder hier. Suche nach Thomas. Aus Niva. Meine Liebste, ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu besuchen. Aber rate mal. Ich wurde befördert. Ja, wirklich. Ich bin der neue Stabschef. Das könnte es jetzt wirklich sein. Ein neuer Anfang. Eine Heimat.
Für uns, meine ich. Du, ich, die Kinder. Ich weiß, es klingt verrückt, aber denk drüber nach. In ewiger Liebe, F. Und? Zerregend, Stummel, Schweinerei. Wer macht denn das hier auf dem Boden? Wer war das? Wer macht jetzt sowas? Hm? Wer war das von euch? Budget? Wer war das? Taschenlampe. Thomas wird entführt. Thomas. Hello? Thomas? Thomas. Ich hab doch gesagt, die Rezeption hat geschlossen. Ich weiß auch nicht, warum ich flüstere. Das ist einfach spannend. Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. So ein Geisterhotel, ja. Call the down and answer the bell. Ich geh zur Klingel. Ja, Sie wünschen? Wie kann man Ihnen helfen? Schön, dass Sie hier sind. Nö, ich guck jetzt erstmal was. So. Ruhig, ich muss ihre Reservierung prüfen, ja? Bitte. Hotelregister. Kowalski Brennan, Smoke Helena, Maura Victoria und Celeste Boris. Ja, bitte. Sie haben geläutet. Ach, sicher wieder. Jetzt ein Spielspiel. Oh Scheiße. Oh Jesus. Der Controller so. Oh. Hi. Und sie hat einen Schmetterling offen. Alter, die Beine. Alter, sie ist verbrannt, Marianne. Kann das sein? Sadness. Is that your name? Trauer ist ihr Name. I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends. Oh yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone. Das ist voll geil gemacht. Auch das Charakterdesign, voll cool. Aber die. Oh, das sieht so. Oh! Der Arm, guck mal. I don't really want to talk about it. That's okay. So. Do you live here? All by yourself? Oh. Alles wird gut. Boring again. I can imagine. This place must have been. Oh yes, so busy. People coming. Irgendwie mag ich die Kleine. All the time. So von ihren. Ja, alle kommen und gehen. Das ist so. It was. Du hast diese positiv halt. They became very sad. Oh. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Would you play with me? Just... Willst du mit mir spielen? Ich wusste es doch. Komm. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes. Anything, Marianne. I'm looking for a man. Thomas. Die Musik. Let me think. I've heard that name before.
Vielleicht kommt sie einem bekannt vor. Ich weiß, von wem sie ist. Von welchem Komponistenteam? Wait. I can't go that way. Das, die Musik wurde einkomponiert von den Orchester von Silent Hill. Richtig geil. Und passt auch mega gut. Okay. Kann ich nicht hoch? Sie auch nicht. Okay, das heißt, sie ist da hochgelaufen, das wissen wir ja schon. Kann ich hier wieder switchen? Ah, hier, warte, was ist das? Das hatten wir schon. Das hatten wir auch schon, alles klar. Dann rennen wir. Ist denn unten irgendwas anderes? Krass, wie das unten aussieht, ne? Ah, warte, warte, warte. Da. Was ist das hier? Ein Elevator. Might as well see if it works. Sadness. I wished I knew her real name. Hm. Scheint eine Liebe zu sein. Shit. Oh oh. Okay, Marianne, just take a deep breath and. Lass los. Fuse box. Need some energy to spark it up. Okay. Ach, jetzt bin ich ganz der Charakter. Runter. An out of body experience. Ja, ich weiß. Like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just. Oh nein, ich löse mich auf. Nein, 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 nicht auflösen. Ich hab's gesehen. Komm schnell. Schnell, 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 schnell. Hol die Energiekern. Schnell, du löst dich auf. Nein. Schnell, schnell. Und jetzt schnell zurück. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Ja, 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 ja. Machen wir sofort. Oh nein, ich muss zurück. Scheiße. Ich muss mich beeilen. Fuck. Okay. Sie hat gesagt, das ist sehr riskant. Wenn sie sich auflöst, dann sterben wir, glaube ich. Also unser Reales verbindet sich ja quasi mit ihrem Medium und du hast halt gewisse Zeit. Sie löst sich dann auf. Das hat sie ihm gesagt. So. Darf ich jetzt oder X? Muss ich das nochmal machen? Kann ich jetzt B drücken? Kann ich irgendwas machen? Schau mal am linken Arm. Ach, habe ich schon. Okay. Aber ich kann das hier oben. Kann ich hier oben was. Aber ich kann doch. Es hat doch funktioniert, okay. Weil ich musste ja erst die Fuse wieder reparieren mit dem Charakter. Damit ich. Also ich habe ja jetzt die Energie. Ja, ich weiß, Leuchti-Leuchti, aber Leuchti-Leuchti muss nur an den Sicherungskasten und das da reinfügen. Leuchti-Leuchti. Und ich kann nicht mehr dahin. Wie B? Ah, doch, B wieder. Okay. Jetzt darf ich wieder. Weil hier muss ich noch hin mit Leuchti-Leuchti. Es ist pornös für den Dennis. So. Wir sind da. Da war sie. Ist ja die Decke. Lesen. D.
die Werke des international angesehenen Künstlers Richard Tarkowski zum ersten Mal im Neva Resort, 14. Juni bis 13. Juli 1982. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Da darf ich wieder nicht durch. Was ist hier hochgekrabbelt? Muss ich jetzt doch hier runter? Nee, macht ja keinen Sinn. Aber wo bist du denn hin, mein kleines Schätzlein? Muss ich wieder hochfahren? Auf die 2. So. Okay. Now where did she go? Warte, da liegt was. Okay, wir sind jetzt auf Deck 2, also da hinten. You are here. Ah, hier entlang. Oh, wie cool. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen an die 2 Sichten. So. Pass auf. Pass auf, du. Ich finde ihren weißen Haare finde ich cool. Sadness? Und ist irgendwie cool. Ich finde alles eigentlich cool. Also jetzt auch, also ich bin wirklich nicht enttäuscht. Also ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe nichts, okay. Da müssen wir noch was besorgen, damit wir da rein können. Kannst du da irgendwas machen? Nee, okay. Alles klar. Ja, alles gut. Dann gehen wir mal weiter. Sie ist auf jeden Fall da reingegangen. Wie cool das aussieht. Oh. Der Schwarm. Geisterschild! Alter, wie geil ist das denn? Heilige Scheiße. Ich wusste nicht, dass ich das kann, jo. Fast tot, aber wir können das, ne? Wir können es. Okay. Müssen wieder hier rein. Kurz warten. Da. Oh, ein seltsamer Schlüssel zum zweiten Stock. Wie geil das aussieht. Das ist Fleisch. Ne? Gehen wir zurück. Kann ich rein? Nee. Gehen wir mal weiter. Ich bin echt müde. Ja, dann geh schlafen. Dann geh schlafen. Wir werden auch nicht mehr so lange machen, tatsächlich. Weil ich morgen, wie gesagt, eine lange Fahrt vor mir habe. Ist das Skin? Ja, das ist Haut. Das hast du gut erkannt. Ich dachte, jetzt müssen wir den Schlüssel da einsetzen. Hey, das wäre nicht das erste Mal, dass wir Haut mit sowas benutzen in Horrorspielen. Ja, einmal zurücklaufen, bitte. Ich warte hier. Entschuldigung. Gehen wir mal mit ihr hier. Obwohl, nee. Lass lieber zusammen gehen. Ich will nichts riskieren. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Wünsche dir auf jeden Fall ein gutes Nächtle. Schlaf gut und morgen schon mal ein wunderschönes Wochenende. Schön, dass du da warst. Danke nochmal für die Unterstützung. Und ich gucke, dass wir es vielleicht hinkriegen, dass wir Mittwochabend weiter streamen. Ich denke so 18, 19 Uhr. Aber siehst du ja im Discord.
Mach's gut, ne? Wünsch dir was. Wäre toll, ja. Ich versuche es einzurichten, sag ich so. So. Die materielle Welt. Geisterwelt finde ich irgendwie cool. Ciao, ciao. Ciao. Schön, dass du da warst. Ganz kurz, fokussier dich. Kann ich hier runter? Nein. Zurück. Okay. Weil dieses Fokussieren, da habe ich das Gefühl, das überanstrengt sie zu sehr. Also wenn sie sich so ein, also wenn wir jetzt den Fokus auf die Geisterwelt legen, dann löst sie sich ja ein bisschen auf. Und ich glaube, das schadet ihr dann komplett, weil sie sich dann das, also sie wird quasi eins mit der Geist, also das Medium an sich. Kann man mir folgen, so wie ich es erkläre? War gerade irgendwie bescheuert erklärt. So. Was ist das für eine Tür? Kann ich nicht rein. Alles klar. Looks like the only way. Great. Okay, ab. Oha. Aber wenn sie doch ein Medium ist, es darf ja nichts, eigentlich ja nichts verändert werden. Und ist es denn überhaupt, hat es dann Auswirkungen auf die ganze Welt, wenn sie das macht? Oder zählt es nicht? Lass es mich gerne wissen. Weil sie würde ja theoretisch in die Matrix eingreifen. Deswegen frage ich. So. Nice. Wir haben wieder. The spark's too weak to absorb. Funk ist zu schwach. Als ob ihm etwas fehlen würde. Okay, hier müssen wir etwas hinzufügen. Oh, das ist interessant. Gehen wir mal weiter. Vielleicht finden wir was Tolles. Okay, hier sind wir geschadet, genau. Das heißt, hier nochmal rein. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Okay, das heißt, da müssen wir später hin. Okay, okay, okay. Da vorne vielleicht? Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay, okay, okay. Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Oh, was ist das denn? Ach, hier. Hier liegt was. An old prescription. Ach, wie cool das aussieht. Warte, das ist ein Rezept. 14.06.1971. Name Ursula, also Anna Ursula, Nachname Woskowski, Alter 41, Gewicht 53 Kilogramm, Geburtsdatum 24.05.1930. RX Pipofessin Buspiron. Fallgeschichte: bei Ursula Woskowski wurde Depression, Hysterie, Schlaflosigkeit und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks. 6-mal auffüllen. Guck mal, wie der Zettel in der Geisterwelt aussieht. Wie so Federn. Sieht cool aus. Love it. Ah, und jetzt muss ich den wahrscheinlich da reinfegen, oder was? Yes. Nicht? Ich dachte vielleicht. Ich habe nichts, okay. Ganz kurz. Gehen wir mal hier gucken. Ich habe mich mal gerade ein bisschen fokussiert auf die richtige Welt. Vielleicht finde ich da so noch was. Da sind die Motten, da müssen wir aufpassen. Hier irgendwas. Da haben wir auch noch ein Dokument. Ah, das war das. Okay. Hier oben ist noch was. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot. Let it pour out. E-Punkt fokussieren. Komm schon.
wir sind nah dran. Komm schon. Dauert das so lange, oder? Ich glaube, es dauert so, ne, oder? Nee. Wir sind aber fast nah dran. Oh, die Nase juckt. Also, sorry. Oh. Die Nase juckt. Aber der Arm ist nicht richtig. No! Ja! Danke! Oh. Ah, Sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Mein Gott! Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Da siehst du. Eine Erinnerung. Ah, Sunflower, weary of... Oh, Mr. Tark... Please. Okay, geht das jetzt? The spark's too weak to absorb. Kann ich das absorbieren? Ah, Sunflower, weary of... Oh, Mr. Tark... Okay, es ist einfach nur eine Erinnerung. Ach, hier kann ich noch rausgehen. Okay. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Shit. This is falling apart. Da gehen wir lieber mal nicht lang. Looks like I'm in for another dive. Oder? If only I had something sharp. Scharfes, scheiße. Haben wir nichts. Okay. Ich gucke eben noch mal kurz. Also wie gesagt, wir werden nicht mehr so lange machen. Auch wenn mich das gerade das Spiel ein bisschen suchtet, muss ich sagen. Da kommen wir auch nicht vorbei. Kann ich hier... Was ist denn sonst noch? Hier ums Eck noch mal. Kann ich da hoch? Hoch kann ich nicht. Ich bin ein bisschen überfragt. Ach hier, warte, warte. Da. Oh. Einmal. Liebe Ursula, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich. Einfach, fürchte ich. Ich schreibe das hier, weil ich ein Feigling bin. Weil ich mich nicht dazu erdringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich sagen will. Was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemand das Herz zu brechen, der so empfindsamt, so zerbrechlich ist, ist mehr, als ich ertragen kann. Ursula. Meine liebste Ursula. Diese letzten Monate war mein Herz mit Freude erfüllt. Zu wissen, dass du für mich da bist. Zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Und doch kann ich es nicht mehr sein als das. Freundschaft. Nahe. Rein. Wahrhaftig, aber niemals mehr. Bitte versuche zu verstehen, dass es nie leicht für mich war, jemanden so da so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert. Auf eine Art und Weise geschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich in den Arm nimmt, der die Freude und Leiden des Lebens mit dir teilt. Ich wünschte, ich könnte diese Person sein. Aber das bin ich nicht. Worte können mein Bedauern nicht ausdrücken. Denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir in ewiger Freundschaft, RT. Okay, und sie hat sich dann... Also sie war in ihn verliebt und er sagte, nö, ich will nur Freundschaft haben. Er konnte sich nichts anderes vorstellen, weil er sich selber auch sehr verändert hat. Jo. Das ist natürlich doof, aber es ist halt so, ne? Ich meine, kann man nicht erzwingen, ne? Ich meine, hä? So, haben wir jetzt alles? Ich denke. Ich
hoffe. Jetzt? Immer noch zu wenig. Okay, liebe Leute, ich würde mal sagen, wir hören für heute mal auf. Das spielen wir auch erst mal das Spiel.